meine liebe Damen und Herren, auch von mir recht herzlich willkommen zu unserer letzten Pressekonferenz während der Bundeskanzlerschau. Die Frau Roth hat schon gesagt, es ist keine Bilanzpressekonferenz im eigentlichen Sinne. Wir werden keine Zahlen über Verkaufserlöse oder was präsentieren können. Das dauert auch eine ganze Weile mit der Abrechnung. Aber wir blicken zurück auf einen tolle 167,5 Tage bis jetzt. Blick nach vorne auf die nächsten 10,5 Tage. Und am Anfang habe ich das nicht geglaubt und ich bin mir sicher, wir haben ja was ganz, ganz Tolles erreicht. Wir sind sehr, sehr ambitioniert gestartet. Vor wenigen Jahren, als wir endlich das Gelände bekommen haben und haben auch die Ambitionen gehalten. Und ich werde auch zu Ihnen noch sagen, wir sind noch weiterhin ambitioniert, auch noch für die letzten 10 Tage. Ein paar Impressionen zu unserem Bürgersommer. Wir sind eine andere Kanzlerschau, als man es bisher gekannt hat. Ich wiederhole es immer wieder bei jeder Gelegenheit. Wir haben zwei sich ergänzende, zwei total unterschiedliche, aber dennoch ergänzende Gelände, die in einer tollen Harmonie zusammengeführt wurden, nicht nur durch die Seilbahn, sondern auch gestalterisch und inhaltlich. Unsere Besucherinnen und Besucher haben viel Interessantes erlebt, haben tolle Unterhaltung, tolle Kultursachen genießen können und wie man auch auf dem Bild sieht, sie hatten auch Spaß und es ist ja etwas, was ganz weit vorne liegt, weil auch das Thema Soziales, und da gehört auch Spaß dazu, gehört zu dem, nach dem Club of Rome eben zur Definition, was Nachhaltigkeit ausbringt. Wir waren und sind noch Treffpunkt, vieles hier im Bereich, aber ich will auch nur mal die Weinbar im Norden erwähnen, wo mittlerweile Stammtische gebildet haben, unterschiedliche Stadtteile zu unterschiedlichen Tagen, also ein voller Erfolg und auch bei der Hitze, die sich aushalten. Wir haben immer wieder Wasserstellen gehabt, wo die Menschen freiwillig oder auch manchmal unfreiwillig dann sich entsprechend abkühlen konnten. Ganz großer Beitrag natürlich die Blumen und allein dieses Bild und dann das nächste Bild, die sprechen für sieben, waren eine der Hauptgründe für viele Kanzlerschau-Besucherinnen und Besucher. Insgesamt glaube ich bei der Besucherbefragung 46%, die wegen allgemeinem Interesse an Gartenschauen kamen und als Erlebnis an Pflanzen und Landschaftsgestaltung. Aber da wird glaube ich auch nachher der Jochen Sandmann danach mal detaillierter darauf eingehen, was die einzelnen Punkte sind. Blumenbeete, hier die Staudenbeete im Luisenpark, 17 Besuchermagnete, tolle Bilder dort entstanden, selbst viele Bilder gemacht und bin immer wieder fasziniert, irgendwie, wie das gelungen ist, den Eingangsbereich in Entree umzuwandeln dort. Und hier auf Spinelli war neben dem großen Dahlenweg, der Rotbeitrag, natürlich das Thema Vertikalbegrünung, der U-Halle, um jetzt vorzuschauen, Vertikalbegrünung, einer der großen Besuchermagnete. Aber man sieht es an dem Bild, Klimaschutz kann auch wirklich wunderschön sein, wunderbar im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieses Bild oder viele dieser Bilder, das dürfen wir auch mal ganz ehrfürchtig sagen, haben uns auch ein bisschen über die eine oder andere Tag gerettet in der Übergangszeit zwischen Frühjahrsflor und Sommerflor. In den sozialen Medien, wenn Sie hunderte, tausende von Bildern von Klatschmomenten sehen, ist einfach wunderbar hier gemütlich das ganze Gelände. In einer rote Felge gebracht hat sich ein paar blaue Kontinen wunderbar. Und so ging es über viele Themen weiter. Die Leitthemen haben wir neu erlebbar gemacht und das ist eben das, was uns als Gartenschau nochmal ausgezeichnet hat, dass wir eben diesen experimentellen Ansatz mit unseren vier Leitthemen Nahrung, Umwelt, Energie und Klima neu gespielt haben und auch mit gärtnerisch inszeniert haben, die wir mit unseren Ausstellungspartnern insgesamt 60 Ausstellungspartner an der Zahl mit 80 Ausstellungsbeiträgen den Besucherinnen und Besuchern näher gebracht haben. Und einer unserer wichtigen Partner in dem Fall war tatsächlich auch der Pfalzmarkt hier aus Mutterstadt, der ja einer der größten Ernährungsquellen in ganz Deutschland ist. Und man sieht hier auf dem Bild, was hier alles gezaubert wurde und auch insbesondere den jungen Menschen auch vermittelt wurde, was das Thema nachhaltige Nahrungssicherung, was regionale Nahrungssicherung bedeutet und was das auch für unseren Teller bedeutet. Viele Mannheimerinnen und Mannheimer, aber auch viele Auswärtige haben ganz neue Blicke auf Mannheim genießen können. Knapp 2,8 Millionen Fahrten mit der Seilbahn wurden registriert. Das heißt, knapp 16.000, 17.000 pro Tag sind gefahren im Durchschnitt. Und was auch nicht verwundert, die Zustiege waren recht gleich verteilt, sowohl im Wiesenpark als auch im Nellipark. Das heißt nicht immer, dass einer hin und einer zurückgefahren ist. Das ist gar nicht so oft der Fall gewesen, weil viele
dass ich diese sogenannte Customer Journey im Luisenpark ein- oder hier einsteigen und dann über den Luisenpark zurück auf den Parkplatz fahren oder eben umgekehrt tatsächlich in Anspruch genommen haben. Es waren viele, die einfach die Zeit genossen haben, das Cyber zu fahren und quasi auch mehrfach am Tag und einfach 8 Minuten, wo man heute richtig unbedingt wird und es macht einfach Spaß. Und auch bei mir sind keine Training abgebaut wird, aber es war ja von Anfang an klar, dass unser Tempo hier sein wird. Wir haben neue Attraktionen geschaffen, insbesondere im Luisenpark, neue dauerhafte, sagen wir, Freiflugfoliere mit der neuen Parkmiete, jetzt auch vor wenigen Tagen ein Teil eröffnen der Unterwasserwelt, zum neuen Pinguingehege, aber auch mit dem Retten der Partnerstädte und bei der Garten der Partnerstädte, was ein ganz, ganz großer Wurf gelungen ist. Das Ganze ist natürlich eine Teamleistung, angefangen von den gärtnerischen und touristischen Partnern über die Ausstellerinnen und unsere Dienstleister. Aber, und da gibt man ganz, ganz großer Dank natürlich nur mit einem tollen, motivierten und engagierten Superteam, das wirklich bis in die Haarspitzen motiviert war und der Tag auch in 23 Stunden hin Grenze kannte, sondern natürlich alle Daten angepackt haben, wo es notwendig war und es auch immer noch tun und dafür mein ganz, ganz großer Dank. Mein Dank gilt aber auch den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die uns auch unterstützt haben, allein der Freundeskreis, der Bundesanschauergesellschaft hat knapp 11.000 ehrenamtliche Stunden geleistet, sei es im Eingangsmanagement, beim Sewa-Service, bei der Pflege unseres gärtnerischen Beitrags, wir sind Garten oder beim Busempfang, aber auch die Freunde des Luisenparks, hier im Bild sind mit dem gemeinsamen Gärtnerprojekt unter der Ellen Oswald haben einen Beitrag dazu geleistet, viele, viele hundert Stunden dort verbracht, Stauden verkauft, die dann wieder der Erlös wieder in den Luisenpark fließt. Das Freundeskreis zum Bestandsort nochmal 107 Bäume insgesamt an den neuen Baumpaten, die neue Baumpaten gebracht und damit haben wir einen ordentlichen Betrag wieder zurück investiert, den wir dann in neue Bäume dann wieder anlegen werden. Großer Beitrag und das ist auch sehr spannend, ein Punkt, der uns nochmal unterscheidet oder nochmal heraushebt, weil wir ein Kulturprogramm gemacht haben über alle Genres hinweg. Wir haben eine spannende Mischung gehabt zwischen Konzerte, Theater, Bildender Kunst, Workshops, Sportangebote nicht zu vergessen. Und dann insgesamt über 6.000 Veranstaltungen hier auf der Fläche oder aber im Luisenpark, insbesondere Seekühne, aber auch Freizeitkühne. Ein großes Sommerfest, das wir hier gemeinsam gemacht haben. Haben aber auch das Thema Kultur uns bei einer Diskussion gestellt, ob wir sie ein Diskurs gestellt, ob freiwillig oder unfreiwillig, aber wir haben sie mit aufgenommen. Bis hin zu sogenannten Eco-Sex-Walks, wo auch ein Dank nochmal an die Kirche auf dieser Tage schon erwähnt, die Offenheit auch gar nicht gemacht zu haben. Und es war, glaube ich, für alle eine tolle Erfahrung, es war eine tolle Bereicherung für die Landschaft und das Programm. Und last but not least haben wir gut besuchte Bühnen, ob es hier vor der Hauptbühne war, ob es sonntags nachmittags die Bühne auf der, in der Parkschale ist, wo die Chessmatinee stattfindet, oder eben hier die Seebühne, die fast eine kleine Renaissance erlebt hat. Also ich glaube, so voll war es in den letzten Jahren, Jahrzehnten tatsächlich nicht mehr bei der Bundeslandschau 1975. Wir haben tolle Partner gehabt vom Nationaltheater, Kapitol, Kurpfälzische Kammerorchester, Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die insbesondere die Bühnen gespielt haben, oder eben dann auch hier die große Hauptbühne, Glock Glock, Laser Beam, Mine und viele, viele andere, BFSE, die ja aufgetreten, auch etwas in die Schlagerfans gebracht hat. Und last but not least natürlich auch etwas, was wir auch gerne in die Zukunft transportieren würden oder wollen, und zwar war schon im Gespräch, sind im Green Talent Festival, wo uns gelungen ist, tatsächlich 48 Bands als Interpreten gemeinsam auszuwählen, die nicht nur eine kleine Bühne bekommen haben, sondern die auch noch Workshops zu den SDGs, zu den Nachhaltigkeitsthemen, zu dem Thema Nachhaltigkeit allgemein bestimmen konnten, besuchen konnten, die vom Grundsatz her mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen mussten, nicht mit großem Equipment, sondern wirklich nur mit ihrem Instrument, alles andere wurde hier gestellt. Oder einfach auch darauf hinweisen, dass auch Musik, auch Kultur kann sich nachhaltig verhalten und auch hier einen neuen Meilenstein geschaffen, den wir auch ganz gerne längerfristig auch mit den Institutionen in Mannheim fortführen würden.
Insgesamt haben wir 2800 Veranstaltungen im sogenannten Kruger Campus gehabt, mit über 88.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Größte Teil davon war das Thema Kruger macht Schule, das heißt, wir haben weit nahezu 2000 Schulklassen hier über die Fläche geführt, die in den Workshop tatsächlich mit den Themen Nachhaltigkeit in Kontakt gebracht. Und da gilt auch mein Dank an alle vielen Partnerinnen und allen voran an der Stelle schon das Thema Weltpartnerinnen, die uns hier sehr, sehr stark unterstützt haben. Wir haben aber auch tolle Sportveranstaltungen gehabt. Wir haben hier internationalen, europäischen Tauziehwettbewerb geholt. Jetzt im Leitwerk unser Gärtner, wie man sieht. Aber wir haben es durchgezogen. Der war hier als Vorgeschmack auf die Tauziehwettbewerb im nächsten Jahr. Wir hatten einen Achtbildjugendturnier, Finalturnier hier. Wir haben ein Faustballturnier hier ausgetragen und viele andere Beispiele, bis hin zu täglichen Programmen, unseres Partners Pitzmeier hier des großen Anfang findet. Wir waren aber, das war uns von Anfang an auch ganz wichtig, wir waren eine Bühne für die Metropolregion. Wir haben immer im Vorfeld gesagt, wir wollen eine Bühne sein, und gleichzeitig wollen wir die Region aber als Bühne nutzen. Und allein die Metropolregion hat hier mit 25 Partnern 350 Veranstaltungen in dem Holzpavillon, die wir in Heilbronn abgebaut haben, hergebracht haben, der auch von hier wieder weiterziehen wird, auch ein Thema Nachhaltigkeit gemeinsam gespielt. Ich habe vorhin gesagt, es war ambitioniert, als wir angetreten sind. Ich glaube, wir haben alles das erfüllen können, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind aber weiter ambitioniert. Wir haben Stand gestern Abend 1,98 Millionen Besucherinnen und Besucher. Das heißt, wir erwarten im Laufe des morgigen Mittags den 2 Millionen Besucher. Und wenn man Ambitionen hat, dann muss man die gar nicht aussetzen. Wir wollen jetzt 2,1 Millionen, haben wir auf die Fahne geschrieben als neue Zahl. Und von daher gesehen sind wir jetzt auch ganz zuversichtlich, wenn wir morgen den 2 Millionen Besucher begrüßen dürfen und Sie alle nochmal darüber berichten dann am Wochenende, dann sollte das auch nochmal klappen, dass jeder sagt, oh, da waren schon 2 Millionen, ich war noch nicht da, da muss ich auch noch hin. Für das Thema Nachhaltigkeit, was kann später passieren, dass das heißt, mehr als die Hälfte unserer Besucherinnen, nämlich 53% tatsächlich öffentlich anreisen. Das heißt, öffentlicher Personennahverkehr, aber auch ICE, regionale S-Bahn dabei. Nur 31% nutzen den Pkw und 17% sind tatsächlich die nahezu jeden Tag da sind. Das sind auch bestimmt wie viele in der Weinbau, was man gesagt hat, oder an anderen Stellen sind. Kommen hier mit dem Fahrrad hin, weil wir einfach wirklich genial lieben, was das Thema Fahrrad anbelangt. Und da trägt jetzt auch der entwickelte Radweg mit dazu bei. Wir haben roundabout 1,4 Millionen Karten verkauft. 45%, wir haben die DBG nach einer Besucherbefragung, 45% unserer Besucherinnen und Besucher besitzen eine Dauerkarte. 48% eine Tageskarte und 7% in der Regel eine Zweitageskarte. Und haben damit auch das Verhältnis, das wir in der Zwischenkonferenz hatten, im Juli haben, zur Halbzeitkonferenz, konnte ich sehen, dass man zwar tatsächlich noch die Dauerkarte etwas über der Hälfte und haben es jetzt geschafft, tatsächlich eben den Tageskarten, den Zweitageskarten auf 55%. Ich glaube, das ist auch so ein normaler Schnitt, dass ich mir von anderen Karten schaue, dass wir jetzt sehr, sehr zufrieden sind. Stolz macht uns natürlich das Jahr mit 81.000 Dauerkarten, die auch sicherlich manche weit mehr als 100 Mal genutzt wurden. Einer spricht mich immer an, der war jetzt 3 Tage nicht auf der Gartenschau. Das ist genial. Das ist gut herkommen. Das ist etwas, das uns alle stolz macht, die wir daran mitgewirkt haben. Auch die geografische Rechnung ging auf. Wir hatten ja von Anfang an gesagt, wir haben einen Zielkorridor von 90, maximal 120 Minuten. Und wenn Sie hier sehen, wo die Hauptreisegruppen oder die Hauptreisen herkommen, natürlich 31% aus Mangern, auch das ist weniger geworden. Nicht zuletzt durch die Urlaubszeit, wir waren da glaube ich bei 35% oder 37% bei der Halbzeit. Dann kamen die Sommerferien, die Urlaubszeit. Und jetzt mit dem der Anteil anderer Bundesländer mit 43% deutlich nach oben gegangen. Aber auch das Land Baden-Württemberg deutlich nach oben gegangen gegenüber der Halbzeit.
Man sieht den Schwerpunkt der Rheinschiene entlang. Man sieht aber auch, dass von Pinneberg bis Oberstausen, von Riesa bis Saarbrücken sogar alles komplett abgedeckt ist. Und insbesondere die Rheinschiene entlang von südlich von Köln bis runter nach Zürich und Basel ein ganz, ganz starker Fokus ist. Wir haben auch 25% unserer Besucherinnen, die tatsächlich auch die Innenstadt besuchen, das heißt jeder vierte besucht die Innenstadt, was eine sehr hohe Zahl ist. Ich glaube 9,8 oder 9,6% besuchen auch die Region. Auch da nochmal eine große Zahl. Und was uns natürlich gemeinsam mit der KM Schauenberg und Herr Rummels im Stadtmarketing sehr, sehr freut, dass es auch sich zumindest mal mit auswirkt bei den Übernachtungszielen, insbesondere bei der Übernachtung in Mannheim, insbesondere natürlich an den Wochenenden. An den Wochenenden, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, bekommt man aktuell oder bekam man in den letzten Wochen kein Hotel, kein Hotelzimmer in Mannheim. Die waren ausgebucht, die waren auch ausgebucht, die waren Busreiseveranstalter, die tatsächlich normalerweise immer schon ein Jahr vorher buchen, die aber in der Regel dann ihre Stornierungsfrist 28 Tage vorher in Anspruch nehmen. Das soll zumindest nach den Rückmeldungen, die wir bekommen haben, bislang nicht eingetreten sein. Das heißt, sodass Mannheim im Vergleich zum Rekordjahr 2019 hier einen Zuwachs von 15,1% verzeichnen konnten. Im Vergleich zu Heidelberg oder Karlsruhe, die wir einen leichten Rückgang durchführen. Wir haben über 2600 hier des Stadtmarkt Tourismus Mannheim GmbH, die wir gemeinsam auch nochmal geschult haben, zu den Themen Luisenpark und Spinettenpark, zu dem Thema Bundeslandschaft. Über 2600 Führungen von den Kolleginnen und Kollegen durchgeführt. Und unser Buga-Team gemeinsam mit dem Team des Luisenpark aktiv ist. Haben über 400 Fachführungen dazugenommen, sodass wir mehr als 3000 Führungen gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch schon eine richtig große Zahl. Die meisten waren immer mit 15 Personen, aber da waren auch schon mal Führungen dabei, zuletzt mit 80 Personen. Dann auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Grenzen gebracht haben. Was sehr schön ist, dass ich auch die Auswirkungen zeigen, eben auch diese 25% in die Stadt gehen, dass wir auch bei den Strich, bei den Führungen in der Stadt, einen enormen Zuwachs haben. Wir waren im Strich erinnert am 31.06. die Zahl bereits bei 800 gelegen und wir hatten in den Vorjahren immer um die 600 für das ganze Jahr, sodass auch hier von der Verkuppelung ausgehen kann. Auch sehr viele positive Rückmeldungen aus der Gastronomie, aus der Innenstadt, aber auch hier vom Gewinn. Wir sind eine Veranstaltung für alle Generationen und Sie wissen, wir haben ein Schülerticket und wir haben auch ein junge Erwachsene-Ticket. Von daher können wir da auch ganz gleich die Zahlen rausziehen. Wir haben 25%, das ist tatsächlich 1% weniger als es vorher war. 25% unserer Besucherinnen und Besucher sind unter 25 Jahre und 33% sind älter als 60 Jahre. Von daher haben wir auch einen ganz großen Baustein, was wir machen wollten. Wir wollten ja eine neue Zielgruppe ansprechen, junge Menschen eben mit diesen gesellschaftspolitischen Themen interessieren, anziehen. Und das ist uns auf jeden Fall gelungen und das zeigen nicht nur die Zahlen, sondern zeigen auch die Ergebnisse der Befragung. Und ich habe es dieser Tage im Ausschuss gesagt, jammern liegt in der DNA von Gastronomiebetrieb, von Wirten, von Gastronomen. Unsere Gastronomen jammern wir nicht, die sind alle zufrieden, keine Ausnahme. Aber wir sind alle wirklich sehr, sehr zufrieden, haben wir Umsatzziele erreicht und was ich insbesondere aus dem innerstädtischen Bereich höre, hat dort auch die Gastronomie einen großen oder von der Bundeslandschaft partizipiert. Ja, was bleibt nach dem neuen Zählen, wie Frau Bruder vorhin gesagt, wir wollen jetzt voller zuversichtlich und auch noch ambitioniert auf die nächsten 10 Tage zu gehen, aber dann denken wir natürlich auch noch schon darüber hinaus, was passiert danach. Wir werden natürlich am 9.10., wenn das Gelände zu ist, werden wir unmittelbar mit dem Rückbau, mit dem Abbau, der Ausstellungsbeiträge beginnen, stimmen sehr intensiv mit der Stadtverwaltung ab, weil wir sehr schnell das Gelände öffnen wollen, den Radweg zur Verfügung stellen, diese Verbindung zum Käfertal und Freudenheim, die jetzt 80 Jahre geschlossen war, die wollen halt nicht noch ein Jahr stehen, sondern sind halt dran, die so schnell wie möglich aufzumachen. Spätestens zum 31.12. werden wir ein Großteil dieses Geländes an die Stadtverwaltung dann
übergeben und ein Teil eben dadurch, ja, das experimentiert ist, nördlich der Uhalle, das wird sicherlich etwas länger dauern. Da sind wir noch am Rückbau und Sie haben auch den Medien entnehmen können oder auch die Treffenmetall entnehmen können. Es wird auch ein kleines Feld des Einfachinseln, wenn wir auch noch absprechen, die werden noch ein paar Tage bleiben, noch einige Tests durchführen. Auch am Neckar geht es in die finale Phase, zumindest den ersten Abschnitt. Das Auslassbauwerk ist noch der letzte Baustelle, die sichtbare Baustelle war, die in diesen Tagen fertiggestellt ist. Im Auslassbauwerk ist ein Hochwasserbahnbetrieb aus dem Ostteil. Es war zu viel Wasser da, wie es halt immer so ist. Da sind wir jetzt gerade dabei, es wird noch im Oktober abgeschlossen werden. Sind wir aber auch unter Dingen. Unsere letzte große Baustelle ist die Sudetenstraßenbrücke. Die werden wir allerdings erst voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres der Öffentlichkeit übergeben können und die Fertigstellung, die endgültige Fertigstellung mit dem letzten gepflanzten Stauden oder was auch immer, oder Gehölzausbau, wird ja im dritten Quartal 2004 sein. Da geht es jetzt gerade schon die Oberleitung abzusenken, wir haben Wasserleitungen verlegt und dann um, sodass dann auch der Radwegeanschluss Richtung Zürichstandsee tatsächlich in greifbarer Nähe ist, zumindest mal für vom nächsten Jahr nach vorzunehmen. Wir haben die Weichen für die Zukunft bestimmt. Wir haben, glaube ich, hier alle zusammen, und ich habe es oft bei Ihnen in den Teammedien gesagt, Leute, es fängt an, es zu genießen, es sind nur noch ganz wenige Tage. Wir haben einen traumhaften Sommer hier erlebt. Wir haben uns gemeinsam auch mit Gottes Glück, kann man tatsächlich sagen, weil das Wetter hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, einen traumhaften Sommer hier beschert. Lasst uns in diese Richtung auch die nächsten 10 Tage hier genießen. Und abschließend vielleicht noch, die Gartenschau ist ein Anlass, ist ein Motor, ist ein Werkzeug für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Und das ist ja schon seit der ersten Gartenschau 1951 immer ein großes Stadtentwicklungsprojekt, mittlerweile eben dieses Freiraumentwicklungsprojekt in Sommer. Und ich glaube, wir können hier mit Stolz behaupten, wir haben auch hier, wir haben mal tatsächlich einen Mannheimer Weg gefunden, auf einer Gartenschau etwas. Eine ganz schön etwas anders zu terminieren. Und wir haben auch, und das ist dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen, wir haben eine Ausstellung im Wiesenpark, in dem Indoor-Spielplatz. Es war kein Schreibfehler, dass da steht, eine Stadt verändert ein Film. Das Anlehnung an das Buch von Klaus Lindemann, der ganz schön unter 75, wo es damals ist, eine Fest verändert eine Stadt. Und ich glaube, mit dem, was wir hier gezeigt haben, auch in der Historie von 1907, 1975, immer Meilensteine, jetzt eben mit diesem Dreiklang Sommerfest, Gärtnerische Olympische Spiele und Experimentierfeld für gesellschaftlichen Themen, haben wir hier, können wir mit gutem Stolz behaupten, eine Stadt verändert ein Fest. Und in diesem Sinne, mit einem motivierten Bild, will ich mich verabschieden, mit einem motivierten Team, die letzten 10 Tage, gehen, und weil ohne so ein Team wäre so etwas nicht möglich, und deswegen an dieser Stelle auch nochmal mein ganz, ganz herzlichen Dank an jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, jeden Dienstleister, der uns hier gemeinsam zu diesem Erfolg geführt hat, und ich glaube, wir können das auch mit Stolz sagen, dass es ein Erfolg ist, und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Oberbürgermeister, lieber Michael Schellbach, sehr geehrte Damen und Herren von den Medien, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Buga-Team, von den Partnern und all denen, die beteiligt sind. Es war ein langer Weg, der begonnen hat, tatsächlich vor 12 Jahren, Herr Specht. Die Buga
in Koblenz ging zu Ende und es hat sich angekündigt, ein Herr Dr. Hummel aus dem Konversionsbüro des Oberbürgermeisters, ihres Vorgängers, der mit dem Thema Konversion beauftragt war. Und dann hatte man verschiedene Beispiele gehabt, dass tatsächlich mit Hilfe von Gartenschauen größere Konversionsprojekte, insbesondere in den neuen Bundesländern, stattgefunden haben. Es hat auch Konversionen von Industrie- und Bergwerksarealen gegeben in Westdeutschland. Und das erste Gespräch ging dann dahingehend, wäre eine Bundesgartenschau ein Format, ein Motor, diesen Konversionsprozess zu begleiten und zu machen. Michael, vielen Dank für die sehr, sehr stimmungsvollen Bilder. Das war ja wirklich eine tolle Mischung aus Emotionen, aber auch aus viel Information. Du hast diesen Konversionsprozess und auch die Kraft des Formates Bundesgartenschau, internationale Gartenausstellung, Landesgartenschau für solche Prozesse erwähnt. Und von daher war das für uns dann sofort ein Thema, wo wir uns sehr, sehr schnell einig geworden sind. Das war noch im Dezember des gleichen Jahres 2011, versprechen, dass der Gemeinderat und Sie, glaube ich, auch in der Finanzverantwortung gesagt hat, wir stellen erstmal das Geld für eine Machbarkeitsstudie zur Verfügung und dann begann dieser Zug eigentlich zu fahren und zu rollen. Dass da ab und zu mal die Weichen umgestellt werden mussten und mal das Tempo ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller wurde, ab und zu mal ein bisschen die Strecke gerumpelt hat, das wissen wir alle. Aber das ist uns allen, denke ich, gemeinsam sehr, sehr gut gelungen. Also, es hat funktioniert, dieser integrierte Stadtentwicklungsprozess mit einer ganz, ganz starken Quartiersentwicklung. Hier, ich nehme an, das werden Sie auch nochmal reflektieren im Ausblick auf die Zukunft. Hier ist also neues Mannheim entstanden in Kombination aus Freiraumgestaltung. Auch das ist für Städte wichtig. Das ist auch ein Luxus für Städte, sich eine solche Fläche eigentlich im Stadtgebiet zu leisten, eine Fläche, wo Klima verändert wird, wo Weite ist, wo sich sportlich getätigt werden kann, wo schnell mit dem Fahrrad gefahren werden kann und wo neues Wohnen entsteht. Und das ist eine, denke ich, eine ganz, ganz gelungene, ein gelungener Aspekt dieser Gartenschau. Gartenschauen aber haben auch eine zweite Seite, nämlich das Gen der Gartenschau ist der Begriff Garten zu schauen. Seit 1951 Miguel auch. Nämlich die Kombination, und da sind wir in Deutschland tatsächlich in einer Alleinstellung, es zu schaffen, einen Stadtentwicklungsprozess in Gang zu setzen mit vielen, vielen Maßnahmen. Das ist in Mannheim auf welche Art und Weise gelungen. Aber halt auch ein Fest zu machen, wo viele, viele Menschen kommen, die sich mit dem Thema Natur und Garten beschäftigen. Das war schon immer so. Und das muss immer wieder auch neu entwickelt, weiterentwickelt werden. Das passiert mit den besten Gärtnerinnen und Gärtnern in Deutschland. Es werden Neuheiten gezeigt, es werden einfach Bilder, Emotionen, Stimmungen gemacht. Und das Versprechen der an die Besucherinnen und Besucher ist, kommt und schaut Garten. Und das haben wir auch in der Besucherbefragung, die du zitiert hast, gesehen, dass dieses trefflich gelungen ist. Aber es ist in Mannheim auch gelungen, anderes zu verbinden. Eure Nachhaltigkeitsziele, viele, viele gesellschaftliche Themen, Zukunftsthemen, die für uns wichtig sind, sind gleichermaßen miteinander verbunden worden, sind miteinander kommuniziert worden. Und das ist kein Widerspruch, sondern im Gegenteil, es ist etwas, was sich ergänzt. Wir haben immer noch ein bisschen den Ruf, eine Gärtner-Olympiade zu machen. Ja, das stimmt auch. Es werden die besten Gärtnerinnen und Gärtner bewertet, beurteilt in zahlreichen Wettbewerben. Da geht es um die Produktion der Pflanzen, da geht es um die Qualität der Präsentation, es geht um Pflege, es geht um viele, viele Kriterien, die tatsächlich bei den Besuchern registriert werden, aber mit denen auch die Gärtnerinnen und Gärtner, die dahinter stehen, motiviert werden. Es braucht natürlich dafür dann auch die Expertise in Oswald und ihr Team in Luisenpark, Julia Furcher und ihr Team auf Spinelli, beide in einer kongenialen Kombination, ihr Lieben, das haben wir auch vorher nicht so geahnt, dass das mit euch beiden so gut klappt. Da hätte ja auch eine gewisse Widerborstigkeit sein können, möglicherweise konkurrierenden Aktivitäten. Das ist nicht dabei gewesen, im Gegenteil, ihr habt beide ein Feuerwerk abgefackelt, was tatsächlich dann auch die Gärtnerinnen und Gärtner, die sich hier präsentieren, mitgezogen hat. Michael hat mich gebeten, ein bisschen Statistik zu machen. Ich verweise auf das Geschriebene, also die Anzahl der Medaillen, der Wettbewerbe, der Preisrichter, das finden Sie in den Unterlagen. Das ist von der Bilanz auch interessant, denn tatsächlich für diejenigen, die sich hier beteiligen im gärtnerischen Wettbewerb, ist diese Medaille, ist die Auszeichnung etwas, was für sie wichtig ist. Einmal emotional, aber halt auch, um damit
für das eigene Produkt, für die eigene Dienstleistung, für das eigene Geschäft im wahrsten Sinne des Wortes zu werben. Da ist also die Teilnahme an einer Bundesgartenschau und eine große Goldmedaille, ein Ehrenpreis, ein Bundesehrenpreis, ein Verbände der Veranstaltung, schon ein Kriterium, wo man sagt, dafür lohnt es sich, dass ich mich als Gärtner einsetze, meine Mitarbeiter motiviere und dieses auch entsprechend dann an meine Kunden weitervermittle. Also da ist ein sehr filigranes System dahinter, was auch sehr gut in Mannheim umgesetzt wurde und vor allem was ganz wichtig ist, alle haben gesagt, wir sind gerne nach Mannheim gekommen. Mannheim war für uns ein tolles Pflaster, es waren tolle Ausstellungsbedingungen, auch das gehört dazu. Dieses Kontrastbild, was Michael Stellmann auch gezeigt hat, auf Spinelli, auf diesem eigentlich gärtnerischen Unort ein gärtnerisches Feuerwerk abzufackeln, mit Frühlingsflor, mit Sommerflor, mit Rosen, mit Dahlien, mit den wunderbaren Kulissen der U-Halle für die Hallenschauen, 19 Hallenschauen in zwei unterschiedlichen Hallen. Also das waren Rahmenbedingungen, die sind tatsächlich für den gärtnerischen Berufsstand toll. Wir haben Informationen zu allen möglichen gärtnerischen Themen vermitteln können. Der Garten- und Landschaftsbau mit den Mustergärten und dem Haus der Landschaft. Wir haben den Diepunkt Grün in der alten Heizzentrale. Lieber Michael Schnellbach und liebes Huber-Team, vielen, vielen Dank für diesen Ort. Ein Ort, der uns am Anfang ja noch eher auf der Abbruchliste begegnet ist, aus dem wir dann, glaube ich, gemeinsam etwas ganz Tolles gemacht haben. Und wir haben selten so gute Bedingungen gehabt für diesen Diepunkt Grün mit 800 Veranstaltungen, mit vielen tausend Besucherinnen und Besuchern, die dann von unseren Pflanzendoktorinnen und Doktoren Informationen und Anregungen bekommen haben. Also wirklich eine ganz tolle Kulisse, ein Ort. Ich habe schon gehört, der spricht der eine oder andere Mannheimer fragt, ja, das reißt doch nicht ab, das bleibt doch nicht. Und er hat gesagt, nein, also das muss noch entschieden werden, aber die Mannheimerinnen und Mannheimer und die Besucherinnen haben sich, glaube ich, kein bisschen an diesen Ort gewöhnt. Was ich noch bilanzieren kann, Mannheim ist für uns so ein bisschen Reallabor wieder gewesen. Wir haben Veränderungen. Klimaveränderungen, wir haben Veränderungen in der Pflanzenauswahl, wir werden uns also zunehmend auch viel, viel stärker diesem Thema stellen müssen, Verwendung von resilienten Pflanzen, nicht nur bei Gartenschauen, sondern im eigenen Garten, im öffentlichen Grün, in vielen, vielen Bereichen. Das sind Gartenschauen natürlich immer Orte, wo so etwas gezeigt wird, wo so etwas diskutiert wird, wo so etwas ausgewertet wird und ich denke, wie der Botschaft in Oswald, wir haben hier auch viele Anregungen, die wir zukünftig für die Arbeit nehmen können, A, in den Gartenschauen, in den Schaubereichen. Ich denke, ja, auch die ein oder andere Erkenntnis für den Wiesenpark, die Anwendung von Mehrjährigen, von Stauden, von, wie gesagt, hitzeunabhängigen oder widerstandsfähigen Pflanzen wird wichtig sein, genauso wie Strategien des Düngens und des Wässerns. Ich finde das hochspannend, also alles, was da vorhin gezeigt hat, hat gar nichts mit dem zu tun, was ich erzähle, aber schöne Bilder. Ich müsste jetzt versuchen, so ein bisschen zu reflektieren, so das Gesprochene und das Gesehene auch mit verschiedenen Einfällen. Aber wir haben halt vor, diese Fuga auch für viele, viele Fachbesucher in dieser Bundesgartenschau. Oberbürgermeister, Herr Schnellmann, wir konnten uns ja teilweise gar nicht retten von Anfragen von anderen Städten, die sich mit Stadtentwicklungsaufgaben, Prozessen beschäftigen, aber auch mit Gartenschauen. Es waren unendlich viele Delegationen aus Räten, Fraktionen, Abteilungen, aus Gartenschaugesellschaften bis in die 40er Jahre hinein, die sich hier in Mannheim umgeschaut haben. Viele Architekturbüros, Hochschulen und andere, die gesagt haben, Mannheim, das ist für uns ein Ort, da musst du hinfahren. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes Reallabor. Aber ich glaube, es gibt auch ein Reallabor, was gar nicht so technisch messbar ist, das ist das Reallabor der Atmosphäre. Die Bilder, die wir sehen, die Herr Schnellbach gezeigt hat, das, was wir alles erlebt haben, unsere eigenen Momente, sind natürlich ein Stück, was man weitervermitteln muss. Die Atmosphäre, die in der Stadt herrscht, die Festivalisierung einer Stadt durch ein inszeniertes Ereignis, das ist eine alte Stadtentwicklungsthese. Das habt ihr, denke ich, mit Gastlichkeit in der Stadt, in der Hotellerie, in der Gastronomie entwickelt. Und ich denke, es sind auch Impulse für eine Weiterentwicklung des Tourismus in Mannheim, der ja zunächst einmal sehr stark vom Businessbereich geprägt war. Aber mit Kunsthalle, mit vielen, vielen anderen spannenden Attributen dieser Stadt gab es halt auch eine touristische Nachfrage. Und ich denke, über die Bundesgartenschau wird dieses besser werden, noch besser werden, als es schon ist. Und ich denke, das ist auch etwas, was man als Nachhaltigkeit einer Gartenschau sehen kann.
Es geht weiter, wir werden am 8. Oktober den Staffelstab an die IGA 2027 überreichen, die Metropole Ruhr mit 5 spannenden Kulissen, ein dezentrales Gartenschaukonzept, aber vieles, was hier gezeigt wird, geht auch in das Doing der internationalen Gartenausstellung hinein. Es geht weiter nach 27 bis 41 haben wir derzeit Anfragen und auch konkrete Vereinbarungen zu Gartenschauen. Und ich bin sicher sein, alle diejenigen da steckt, die das noch vor sich haben, waren alle hier gewesen, Mann, haben sich das angeschaut. Selbst die Kolleginnen und Kollegen 2041, ihr habt gesagt, da gibt es nur 18 Jahre, aber was hier in Mannheim gezeigt wird, hat Gültigkeit. Es bleibt mir ein ganz, ganz großes Dankeschön zu sagen für erstmal 12 spannende Jahre. Das waren wirklich Jahre, die ein tolles gemeinsames Arbeiten waren mit dem Gemeinderat, mit der Stadtverwaltung, mit ihrer Stadtverwaltung, mit dem Land Baden-Württemberg, mit vielen, vielen Akteuren aus der Stadtgesellschaft. Ich habe über diesen langen Zeitraum, wo ich hier gewesen bin, viele, viele Bekanntschaften gemacht. Ich habe viele Unternehmer kennengelernt, stadtgesellschaftliche Akteure, kulturelle Partner, Gastronomen, Winzer und so weiter. Und alles, was in der Stadt dazugehört, hat mich da ausgesprochen wohlgefühlt. Und das Ganze wurde dann gekrönt durch 6 wundervolle Monate der Durchführung der Bundesgartenschau. Und die sehen mich hier mit dem bekannten lachenden Auge für eine wirklich erfolgreiche Bundesgartenschau in jeder Hinsicht vom Image, von den Eindrücken, von der Nachhaltigkeit, aber auch von der zahlenmäßigen Bilanz. Auch das muss ich leider nicht sagen, gehört dazu, dass man im Nachhinein keine Diskussionen hat über Einhaltung von Budgets und ähnlichem mehr. Das ist Michael Schnellbach und seinem Team auf hervorragende Art und Weise gelungen. Aber die emotionalen Momente, das sich zu erinnern und zu sagen, was gab es für schöne Momente und Situationen hier, das bleibt im Herzen. Herzlichen Dank. So, vielen Dank, Herr Sandmann. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auch die vielen Partner begrüßen, die heute hierher gekommen sind, die uns auch in diesem Sommer auf der Bundesgartenschau mitgeholfen haben, diese Gartenschau zu dem zu machen, was sie geworden ist. Und ob es nun ein Ausstellungsbeitrag war oder ein Sponsoring, vielen, vielen Dank dafür. Wir schätzen das sehr. Wir haben auch viel Zeit an Ihren Beiträgen verbracht oder miteinander verbracht. Auch diese Zeit werden wir, glaube ich, alle hinterher vermissen. Und jetzt möchte ich den sehr geehrten Herrn Specht hierher bitten. Und ich gehe davon aus, dass Sie einen Blick in die Zukunft werfen werden und vielleicht auch einen Blick auf einen tollen Sommer. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Roth. Ja. Ganz okay, oder? Wirklich? Perfekt. Also, ganz, ganz herzlichen Dank. Also nach so viel Emotion, und es gibt ja selbst eine Pressekonferenz, wo man sagen kann, alles, was die Vorredner gesagt haben, kann ich unterschreiben und ist genauso, wie sie es beschrieben haben. Das ist ja ganz, ganz selten. Insofern fällt es mir schwer, jetzt überhaupt noch was dazu zu sagen. Außer, wie Sie mitbekommen haben, 2043 könnten wir uns wieder auf der Buchgabe bleiben. Das ist ja keine Bestellung. Das ist, glaube ich, etwas, was hängen bleibt. Nein, ich freue mich sehr, es ist die letzte Pressekonferenz der BUGA und meine erste. Und deswegen ist die erste Erkenntnis für mich, wir machen nie mehr eine Oberbürgermeisterwahl, wenn wir die BUGA in Mannheim haben. Weil dann haben die Kandidaten und die Oberbürgermeister noch viel mehr Zeit, noch viel mehr zu erleben, was jetzt bei uns etwas komprimiert war in den letzten Wochen. Aber ich will aus Sicht der Stadt Mannheim vielleicht nochmal betonen, was das Bleibende und was das Sensationelle an diesem Thema ist. Und da lassen Sie mich beginnen mit meiner eigenen Erfahrung, als Schüler an diesem Zaun vorbeizufahren und mich reinschauen zu können auf dieses Gelände. Dass der Stadtteil, in dem ich gelebt habe, getrennt war von einem anderen Stadtteil über Jahrzehnte hinweg. Das Militärgelände war, was über Jahrzehnte wirklich von keinem Mannheimer betreten worden ist. Und das natürlich auch in Zeiten des Kalten Krieges, als hier Panzer ausgerückt sind, als
die Busse oder Verkehr stehen blieb über mehrere Stunden, also auch Ängste ausgelöst hat. Das ist das eine. Dass das gelungen ist, aus diesem Gelände, was ja auch mal hätte eine ganz andere Entwicklung nehmen können, tatsächlich ein Stück Zukunft, ein Stück Hoffnung, ein Stück, ja, ein Klimapark zu machen, der nachhaltig bleiben wird in unserer Stadtgesellschaft. Ich glaube, das ist ein ganz sensationeller Beitrag. Und jemand, der 1975 die Buga als kleines Kind erlebt hat und weiß, wie nachhaltig unser Luisenpark, unser Herzogenriedpark tatsächlich den Blick für viele Menschen, auch von den Stadtteilen, die keine Gärten zu Hause haben, überhaupt mal geöffnet hat für Grün, für Landschaftsentwicklung, für Gartenentwicklung und natürlich für nachhaltige Themen. Der weiß auch, dass auch 75.000 Schülerinnen und Schüler hier durchgelaufen sind, auch diese Kruger Generation hier in Mannheim in der Metropolregion beeinflussen wird in ihrem Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit und Natur. Und deswegen steht am Anfang tatsächlich der ganz, ganz große Dank, auch wenn dieser Pressekonferenz eigentlich nicht so intensiv macht, aber für dieses großartige Team. Ich glaube, hier dürfen wir auch mal in der Pressekonferenz klatschen. Nicht nur für unseren Geschäftsführer, Herrn Schnellbach und der Sandnamen der Buga-Gesellschaft, sondern Frau von Hasenburg, Frau Frotscher, Frau Oswald, Frau Batzler, Herr Dr. Lersch, um mal stellvertretend die Führungskräfte zu nennen, aber ganz, ganz viele andere, die alle hier im Antworten sind, von den Ehrenamtlichen. Das war eine riesen, großartige Leistung für diese Stadt, für das Thema Nachhaltigkeit. Und dafür gilt der Dank der Stadt Mannheim in ganz besonderer Weise. Ja, und es gibt emotional leider, wie Sie sehen, auch, dass diese Entwicklung nicht vorgezeichnet war, auch nicht 2011, es war der Dezember 2011, Haushaltsberatung, als wir auf einmal Geld einstellen mussten in der schwierigen Haushaltssituation nach der Krise, nach der Finanzkrise, noch gesagt haben, wir machen eine Machbarkeitsstudie für das Thema Spinelli und Bewerbung für eine Bundesgartenschau. Und ich bin auch dankbar, dass es der Politik gelungen ist, trotz einiger Weichenstellungen, wie Sie so schön beschrieben haben, dass es uns gelungen ist, auch den Luisenpark mit einzubeziehen an dieser Stelle. Ich glaube, das war der Gamechanger am Ende des Tages politisch. Und dass heute die Seilbahn mit einer der höchsten Attraktionen hat, die Seilbahn wäre jetzt nirgendwo gelaufen im Bundesland, wenn wir den Luisenpark nicht mitgenommen haben. Also auch das zeigt am Ende, was daraus geworden ist. Aber es sind natürlich auch die Erinnerungen, die man an den Ständen stand, die wir gekämpft haben für den Bürgerentscheid. Das ist nochmal Teil des demokratischen Prozesses, wie sind wir zu dieser Buga gekommen, auch das ist ein Mehrwert für die Stadtgesellschaft, und ich will das ganz bewusst betonen. Und ich erinnere mich an einen dieser Stände, wo wir gekämpft haben für den Bürgerentscheid pro Buga, als wir noch gekommen sind, haben gesagt, Herr Specht, machen Sie sich nichts draus, wir sind zwar dagegen, aber wenn es gelaufen ist, werden wir alle zufrieden sein. Und genau so ist es gekommen, wie oft bei vielen Projekten. Man wurde auch persönlich zum Teil angefeindet, auch in dem Stadtteil, in dem er geht, und gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass Freudenheim so profitiert davon, Käferthal so profitiert und so viel Widerstand ist. Und heute sind es die Freudenheimer, die jeden Abend hier eine Party feiern. Das heißt, das zeigt eben auch, dass hier ein Prozess stattgefunden hat, Menschen überzeugt werden konnten. Das ist auch, glaube ich, auch was nachhaltig, was bleibt, dass man nicht immer von vornherein sich gleich positioniert, sondern erstmal überlegt und abwägt, das ist ja richtig, aber dann auch davon mitgenommen wird von einer solchen Begeisterung. Und lassen Sie mich ein drittes persönliches Moment erwähnen. Es war an einem dieser grauen Novembertage 2015, als ich von der Feuerwehr den Anruf bekommen habe, kommen Sie mal bitte schnell auf Spinelli. Wir müssen jetzt zwei Hallen öffnen, weil die Kapazitäten für die Unterbringung für geflüchtete Menschen nicht ausreichen. Und ich tatsächlich zum ersten Mal drei Hallen in dieser Nacht erlebt habe, wie wir ein Notlazarett hier eingebaut haben und Menschen hier wieder gebracht haben. Und das sind auch
sehr persönliche Momente. Und wenn man jetzt sieht, was aus der U-Halle geworden ist, was ein fröhliches Fest, wie wir diese Umwandlung hinbekommen haben, dann ist das auch eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Dennoch Menschen mit dem Hintergrund der Fluchtsituation auch hier auf dem Gelände mit untergebracht haben, mit integriert haben, mit auch vielen Dingen, ich will an den Tisch der Nationen denken, ganz, ganz viele Impulse auch für das Thema Zusammenleben, Integration, was von so einer Buga ausgeht. Ganz, ganz herzlichen Dank auch dafür, weil das sind auch politische Momente, die ich bleiben werden. Natürlich bleibt die Klimaschneise und ich hatte in den letzten Wochen immer wieder Gelegenheit, Delegationen durchzuführen. Das ist ja immer bestimmt. Ich habe noch nie Gelegenheit gehabt, mal für mich persönlich zwei oder drei Stunden. Ich werde auch kämpfen, dass ich diese letzten Tage dann benutze und dann alle dazu ein, machen Sie das nach, wo ich keine Delegation, keinen Minister führen muss. Man muss sich vorstellen, das ganze Landeskabinett war da. Also alle Landesminister und die Hälfte der Bundesminister. Also das muss man sich mal vorstellen, wann schaffen wir das mal und welches Ereignis, wie wir sagen, schafft es eigentlich, eine solche politische Aufmerksamkeit in eine Stadt, in eine Region zu holen. Und das sind immer wieder auch tolle Momente. Ich weiß noch, als wir vor ein paar Tagen die ganzen Polizeipräsidenten des Landes Baden-Württemberg bei uns hatten, denen wir aus dem Kopf gebracht haben, dass Mannheim nicht nur manchmal ein schwieriges Pflaster ist in der Polizei, sondern die sich begeistert gezeigt haben über die Grünentwicklung, was Mannheim auch bietet, oder die koreanischen Investoren, die wir aus dem Investorengespräch rausgeholt haben, haben gesagt, vergesst mal gerade, um was es geht hier, sondern wir zeigen euch mal, was Nachhaltigkeit, was Mannheim auch ist, und die wir einfach auf die Kuga mitgenommen haben. Und das sind die wunderbaren, schönen Momente, die einem da auch die Rückmeldung geben, dass das, was Sie hier sehr emotional vorgetragen haben, die Zahlen gesehen haben, tatsächlich auch nachhaltig unterbaut werden kann, dass die Menschen auch in Zukunft zu uns kommen. Und wenn 60% der Besucherinnen und Besucher sagen, wir möchten wieder nach Mannheim kommen, dann ist das eben auch ein wunderbarer, nachhaltiger Effekt an dieser Stelle. Und lassen Sie mich das Thema Klimaschutz und Grünentwicklung nochmal ansprechen. Es ist kein Besuch, den ich nicht in unserer Konversionsfrage führe, um einfach nochmal klarzumachen, was hier entstanden ist. Dass wir nicht als Stadt Mannheim auf das Geld gesetzt haben, nämlich es wäre ein idealer Logistikpark geworden, zwischen Autobahnen gelegen, mit 70, über 70 Hallen, mit Gleisanschluss und alles Mögliche, sondern dass wir gesagt haben, wir schaffen ein Stück neues Mannheim, was eben am Ende nachhaltig ist, was einen Grünzug in die Stadt führt und eben nicht nur für die angrenzenden Stadtteile was bringt, sondern aufgrund der Klima- und Ventilationsbahn dazu beiträgt, dass die Innenstadt und andere Stadtteile davon von der Frischluft profitieren. Und jetzt sind, glaube ich, die Klimaeffekte schon besser als in den Gutachten beschrieben. Das heißt, das ist das Bleibendste und das Wichtigste an dieser Stelle. Wir haben einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz in Mannheim geleistet. Und dennoch ist es uns gelungen, auch am Rande neue Wohnlagen zu schaffen. Ich will das nochmal betonen. Es ist ja immer so schwierig gewesen. Die Frage ist, warum kann man in Mannheim nicht am Wasser wohnen? Warum haben wir viele andere Wohnlagen nicht? Wir sind eine dicht besiedelte Stadt mit ganz viel Infrastrukturen, die wir vorhalten für andere. Vom Hafen angefangen, den Rangierbahnhofen. Hier durch die Buga ist es gelungen, eine Parkschale und eben auch eine Randbebauung zu ermöglichen mit Spinelli. Und jetzt beginnend hier an dieser Stelle beim Eingang des Buga-Geländes, was dann in den nächsten Wochen und Monaten eben auch einer Wohnnutzung zugeführt wird. Das heißt, wir ermöglichen vielen Mannheimerinnen und Mannheimern auch nach dem 8. Oktober einen Blick auf die Buga, auf das Buga-Gelände. Wir holen den Park gewissermaßen an die Wohnorte der Mannheimerinnen und Mannheimer. Und das ist, glaube ich, auch eine der ganz nachhaltigen Dinge. Die Empfehlung als Geheimtipp im Reiseführer Marco Polo, auch das müssen wir perpetuieren, dass wir irgendwann auch da nochmal auftauchen. Das zeigt eben auch, dass es gelungen ist, das tatsächlich als Event zu verkaufen. Und wir haben schon angesprochen, die Ehrenamtlichkeit an dieser Stelle.
eine die prägendsten und mit die schönsten Ereignisse waren eben auch das Zusammentreffen auf der Buga-Kirche. Ja? Also Ökumene hier auf der Buga, viele, viele tolle, gute Gespräche, aber auch ob es eben am Weinstand ist, der ja nicht weit ist von dem Kirchengelände auch, oder bei den Jazz-Events und Musik-Events. Auch das hat dazu beigetragen, in Mannheim sehr nahbar und erlebbar zu sein. Deswegen abschließend die Hoffnung, dass wir vieles davon retten können, insbesondere die Begeisterung für das Thema Nachhaltigkeit. Klimaschutz, das wird jetzt unsere Aufgabe sein. Ich habe beschrieben, was alles bleibt und wir werden auch daran arbeiten, noch ein bisschen mehr zu erhalten, was möglich ist. Die Seilbahn wird es nicht sein, das ist auch klar, das haben wir gerade diskutiert, aber auch da haben wir gezeigt, dass wir für neue Formen der Mobilität auch in dieser Stadt offen sind. Insofern auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen und Ihrem Team und ich bin sicher, wir werden die 2,1 Millionen noch knacken an der Grenze, an der wir arbeiten. Lieber Sandra, Ihnen und Ihrem Team alles Gute weiterhin für die nächste Buga. Wir haben ja gehört, 2043 ist noch ein Platz frei. Denken wir nochmal drüber nach. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Specht. Ja, mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank für diese Monate, die Sie sich mit uns gemeinsam mit der Bundesgartenschau freundlich, aber auch oft sehr kritisch auseinandergesetzt haben. Mir hat es sehr viel Freude bereitet. Und wir haben jetzt noch ein ganz kleines Stück Arbeit vor uns. Wir wollen ein Foto machen und dafür würde ich die Fotografen bitten mit dem Herrn Specht, den Herrn Sandner und den Herrn Schnellbach. Entschuldigung, darf ich mal was fragen? Ach, Entschuldigung, Fragen habe ich vergessen. Ich wollte sagen, ist das jetzt eine Verlautbarungsveranstaltung hier oder ist das eine Pressekonferenz? Entschuldigung, ich habe es einfach vergessen. Okay. Entschuldigung. Der Herr Schaf hat mich auf seine scharfe Weise erinnert. Es war aber auch nicht scharf, es war einfach ganz gemein. Nein, es war auch nicht gemeint, Herr Schaf. Fragen?